Gegenwärtig hat jeder Bürger Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche. Das sieht die neu gefasste Corona-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums vor, die rückwirkend zum 8. März in Kraft trat. In Märkisch-Oderland setzt man diesbezüglich auf flächendeckende Bürgertestungen und dazu wurden mehrere öffentliche Teststellen eingerichtet. Wir führen bei Ihnen heute einen Nasentest durch. Hatten Sie schon mal einen Test oder schon mal Erfahrung damit? Ja, habe ich bei mir selber schon mal. Okay, gab es mal irgendwelche Komplikationen in der Nase, irgendwelche Operationen oder irgendwelche sonstigen Probleme? Alles okay, ja. Gut, dann etwas nach hinten neigen. Es wird einen kurzen Moment unangenehm. Einfach kurz aushalten. Okay, das war's schon. Vielen Dank. Hier ist ja jetzt das Sekret aus der Nase dran, aus der Schleimhaut, was wir entnommen haben. Das wird in dieses Röhrchen reingesteckt. Hier ist eine Flüssigkeit drin, die das Sekret von der Schleimhaut sozusagen auflöst. Es wird dann abgeknickt, verbleibt in dem Röhrchen. Und diese Flüssigkeit wird dann hier auf diesen Bereich getropft, 5 Tropfen. Da sieht man dann den Kontrollstreifen und den Teststreifen. Im besten Falle sollte nur der Kontrollstreifen auftreten. Wenn 2 Striche auftreten, ist quasi wie ein Schwangerschaftstest, dann ist er positiv und dann müssen wir nochmal einen Nachfolgetest durchführen. Asymptomatische Personen können sich nunmehr regelmäßig beispielsweise in einem Testzentrum oder in einer Arztpraxis präventiv testen lassen. Also nur Personen, die keine Symptome haben wie Husten, Schnupfen, Fieber und dergleichen. Alle, die den Virus in sich tragen und keine Symptome haben, wissen es natürlich nicht. Umso wichtiger ist eben dieser Test, dass genau diese Personen dort gefiltert werden und nicht mehr die Möglichkeit haben, andere anzustecken. Der DRK-Kreisverband Märkisch-Oderland Ost e.V. betreibt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Märkisch-Oderland und den jeweiligen mitwirkenden Städten, wie beispielsweise Wriezen, Müncheberg oder Seelow, öffentliche Teststellen zur Durchführung von POC-Antigentests durch geschultes Personal. Seit dem 15. März bietet der Landkreis Märkisch-Oderland aber nicht nur in den eingerichteten Testzentren Bürgertests an, sondern auch in vielen Apotheken. Sie haben es ja heute hier im Kulturhaus, wenn Sie dazu bereit waren, selbst in Anspruch nehmen können. Teststellen für die breite Masse der Menschen im Landkreis sind Teil der neuen Realität. Im Landkreis Märkisch-Oderland gibt es mit Stand heute 25 Standorte für Corona-Tests. Und erst heute kam ja ein neuer Standort in Müncheberg dazu. Weitere 10 Anlaufstellen werden innerhalb der nächsten Tage eröffnen. Und alle Teststellen für die Coronavirus-Bürgertestung im Märkisch-Oderland finden sich auf unserer Internetseite. Ich möchte mich auch noch mal hier in diesem Rahmen sehr bei allen bedanken, die uns diesen wirklichen Kraftakt ermöglicht haben. Und wir haben uns da auf viele Hände gestützt. Und mein Dank gilt besonders auch den Apotheken und den Vereinen und dem DRK und vielen, die mitgewirkt haben. Entsprechend der Coronavirus-Testverordnung haben alle Bürgerinnen und Bürger Anspruch auf einen POC-Antigentest. Dieser Schnelltest kann bei Personen ohne Erkältungssymptome einmal wöchentlich kostenfrei durchgeführt werden. Diese ermöglichen Testungen auf SARS-CoV-2, ohne dass dafür ein Labor beauftragt werden muss. Das Ergebnis liegt in weniger als 20 Minuten vor. Ja, also jeder, der sich bei uns testen lässt, erhält natürlich zum Abschluss nach der viertelstündigen Wartezeit sein Testergebnis als Auswertungsbogen. Die mit dem negativ getesteten Auswertungsbogen sind natürlich happy, verlassen unsere Räume mal ganz glücklich und können dann in der Folge natürlich auch ihre Verwandtschaft, Bekanntschaft und so weiter besuchen. Gerade wenn es um Menschen geht, die jetzt zu Hause alleine wohnen, ist es den Kindern oft wichtig, dass sie mit einem negativen Testergebnis nur diesen Besuch vornehmen. Im Falle eines positiven Ergebnisses ist tatsächlich so, dass derjenige, der positiv getestet wurde, sich unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben muss und sich telefonisch beim Hausarzt bzw. beim Gesundheitsamt melden muss. Von unserer Seite ist das auch erforderlich. Wir melden die Person dann direkt beim Gesundheitsamt. Ein negativer Auswertungsbogen, auf dem unter anderem angegeben wird, wer, bei wem und wann getestet wurde, hat aktuell 48 Stunden Bestand. Der Landkreis Märkisch-Oderland hat sich bewusst gegen wenige zentrale Testzentren entschieden, um den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit der wöchentlichen Testungen ohne lange Wege und großen bürokratischen Aufwand zu ermöglichen. Aber nicht nur Testwillige, sondern auch Jobsuchende werden in den Testzentren fündig.
eigentlich kann sich jeder bewerben, der Interesse hat, hier eine gute Sache zu tun. Man kann einfach eine Bewerbung ans DRK schicken in Selo, beziehungsweise auch anrufen einfach, geht total unproblematisch. Voraussetzungen braucht man eigentlich gar keine mitbringen, man wird hier eingearbeitet. Klar, natürlich, man muss mit Menschen umgehen können ein bisschen. Wenn man jetzt Tester werden möchte, sollte man natürlich sensibel mit den Leuten umgehen können, ein bisschen einfühlsam sein. Aber bis jetzt haben wir da nur gute Erfahrungen gemacht und es gibt auch verschiedene Einsatzmöglichkeiten, dass man vielleicht auch als Schreibhelfer sozusagen mit dabei sein kann. Mal jeden Tag 4 Stunden ist es so, wird vergütet und ja, wer Interesse hat, kann sich gern melden. Bei Fragen können Sie sich gerne an das DRK wenden unter 03346 88340. Welche Anlaufstellen und Möglichkeiten für Bürgertestungen in Märkisch-Oderland bestehen, finden Sie außerdem auf der eingeblendeten Internetseite.